Hallo liebe Rheinkick-TV-Freunde, wir sind in der Kölner Südstadt unterwegs und neben mir steht eine echte Legende, Anton Klaassen oder besser bekannt als der lange Tünn. Tünn, du bist unter die Amateurtrainer gegangen und zwar hast du deine eigene Thekentruppe gegründet. Wie kam es denn dazu? Ja, mich haben viele gefragt, wenn ich selbst vorher Fußball gespielt habe und hier in Köln alles kenne, haben die mich gefragt, ob ich nicht selbst im Fußball manchmal mache. Da habe ich gesagt, ja, ich würde das gerne machen, aber nur dann für irgendwie für behinderte Kinder so Benefizveranstaltungen. Und jetzt zum Lachen. Wenn nicht jeder gefragt, wer mitspielen will, kann sich bei uns melden. Bei meinem Bekannten, der hat auf Facebook, die können sich auch melden und können da mitspielen. Da gucken wir, wer Jod spielen kann, dann baue ich da eine Mannschaft auf und dann spielen wir in der FC Pech jetzt am Samstag. Und ich hoffe, dass viele Leute kommen, weil wir das Geld stiften für die Kinder da, für die Jugendabteilung in Pech. Und wir haben einen Sponsor, der Sion, der früh ist eingestiegen. Und da freue ich mich sehr drüber. Die Leute sind wahnsinnig nett. Und ja, was soll ich so sagen? Ich freue mich schon auf die Mannschaft und auf die Spiele. Ich muss mal gucken, wie der auch geht, dass ich mir da eine Mannschaft herstelle, die gut spielt. Beim Training, wie sieht das denn aus? Da guckst du auch mal genauer hin. Da darf ja nicht jeder Rumpelfüßler irgendwie mitmachen, oder? Nee, ist ja ganz klar. SC Pech ist eine gute Mannschaft. Ich bin in der Landesliga. Da gucke ich schon hin, wer gut spielen kann. Da gibt ja Torwart von Victoria und ein paar bekannte Jungen, die früher auch gut gespielt haben. Also da lohre ich schon hin. Wenn ich da so ein paar Koppel habe, die lasse ich natürlich nicht mitspielen. Ne? Natürlich wechsle ich in der Hauptstadt aus und lasse ich ein paar andere mitspielen. Aber die müssen schon auch spielen können. Ich will mich auch nicht zum Affen machen. Und wie geht's dann mit dem Tünz 11 weiter? Da habt ihr noch ein paar andere Sachen geplant. Ja, wir haben für Oktober so ein ganz bekanntes Promi-Turnier gibt's hier in Köln. Und da spielen wir auch mit. Das ist dann auch für eine Stiftung zugedacht. Dann will ich mal eine Mannschaft zurechtstellen, die auch sehr gut spielt. Da hat man da auch Judas so ab mehr. Kommt man besser, wäre natürlich, wenn wir gewinnen. Ne? Aber das ist im Oktober, da weiß ich noch nicht genau, wie da alles kommt und wie da alles mitspielt. Wir werden auf jeden Fall ein waches Auge drauf haben und sagen Danke, Tünn.